Und zurück. So, ich habe mir das hier nochmal anders überlegt. Ich habe das jetzt so gebaut, ne, mit dem Erz. Weil irgendwie, keine Ahnung, sind die Zusammenfüger irgendwie, ne, nicht so effektiv, als wenn das so reinlaufen lässt, ne? Weil hier, die müssen jetzt komplett durchackern, ne? Also hier habe ich natürlich zwei zusammenfügen lassen, ne? Hier hinten. Entschuldigung, ganz schön staubig hier. Mann ey, so, hier, da muss ich natürlich einen Zusammenfüger machen, ne? Läuft das nämlich auch komplett voll. Die mussten immer anhalten zwischendurch, weil die dann nicht schnell genug zusammengefügt haben. Was ist hier los? Achso, die habe ich abgeklemmt. Ja, stimmt. Die können wir ja eigentlich wieder abreißen, ja, den ganzen Kram gedöns hier, ne? Schon mal ein Tablet anmachen. Nö. Nee. Jetzt kann man nämlich abreißen, ja. Durch den Strommast jetzt, na doch, den kennt man eigentlich. Ja, ne? Ist angeschlossen. Ah, ja, der andere Mist. So. Ah, hier ja noch Garten drin, ja? Hört mich mal heute. Hm. Und nun, wieso arbeitet ihr nicht ab? Was ist denn los hier? Wieso macht denn nichts? Was habt ihr denn? Was ist denn los? Laut, 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 laut. Ihr seid alle voll, ja. Ja, nun. Da weiß ich es nicht. Was ist das jetzt noch, Schlummicheln? Da ist aber ganz schön laut, der Kollege. Muss man ja eigentlich. Das hier ja irgendwie oben euch mit Neim füllen lassen, wenn er es denn macht. Ich weiß ja nicht, wie voll der jetzt schon ist hier oben. Ne, warte mal, es war der Zweier, ne? Der Zweier-Tor, also er hier nach vorne gucken, sonst kann ich nicht hochklettern. Hm, der ist schon voll. Der ist voll. Der klappt auch. Oben das noch leer. Okay. Ganz oben quasi. Ja, ganz oben. Da komme ich trotzdem neben nicht hin. Ganz oben. Das heißt, ich muss hier den Lift hinbraten. Einmal in diese Richtung wieder. Na. Das ist mal so. Und jetzt. So, ne? Kannst du das dann einprügeln? Wie voll war denn? Der war noch komplett voll, ne? Das war aber auch irgendwie. Das ist mir so langsam hier. Was ist denn hier los? Oh, war schon zackig hier. Aber oh, klar. Oh, doch, geht, läuft. Gut, also da das ja alles voll ist, wo wir sowieso noch mal Rohre brauchen, ne? Gucken wir mal, dass wir den Band hier machen. Kann ja eigentlich auch schon mal weg. Jetzt nicht mehr angeschlossen. Oh, ne? Das heißt, wir brauchen ja noch mal Stangen. Richtig. Ja, ist so richtig. Okay, alles klar. So. Wände. Oh ja, stimmt. Wir haben ja wieder neue. Nee, Wände aber nicht neue. Aber neue Blüten. Halbblüten und sowas. Halbe Blüten, warte mal. Halbe Blüten. Wo waren die ja hier hinten? Na, da habe ich ja ganze Blüten eingeprügelt. Da haben wir ja gebraucht, ne? Für die riesen Fabrikatoren. Gut.
Moment. Du stehst doch verkehrt rum, stehst du doch, oder? Du stehst doch total verkehrt rum, du bist doch nicht schon, du bist doch nicht woanders schon, musst du doch. Ja, so rum, so rum ist richtig. Wir haben ein Stück Gras gucken lassen, ne? Ja, aber jawohl. So, also. Da wir ja den Leitern haben, kann man ja Gott sei Dank auch ganz bis hochklettern, ne? Fundamente. Entschuldigung, Wüste, ja, und so. Na. Jetzt kriege ich dich wieder nicht hin vom Winkel her, ne? Oder? Ja, kriege ich natürlich auch nicht hin. Da oben. Aber auch noch ein Stückchen weiter raus. Naja, mit. Nee, 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 nee. Wollen wir schon, wenn dann, ne? Der Wind einheitlich. Da auch schon mal genau den richtigen Punkt zu treffen. Wie gesagt, der zittrige Hände ist hier, ist schlecht. Im Controller hier rein, da ist. Das ist wieder falsch. Wollen wir noch ein Stück nach hinten gehen. Mann, Mann, Mann. Na, so passt es doch. Ja, hab ich jetzt ordentlich hingesetzt. Jawohl, da sitzt. So, gut. Also. Folgendermaßen. Wir brauchen erstmal Licht. So, oder Bond. Und da noch hier, ne? Und der hier hat man ja gedacht, machen wir noch da. So, und dann hat man ihn hier oben dran geschlatscht, ne? So, ne? So, hier sollten wir Rohre herstellen. Also Stangen. Ne? Stangen. Machen wir ja. So, gib noch mal her die Leiter. Wir haben doch jetzt eine Leiter hier. Wir können doch jetzt. Wo ist sie denn überhaupt hin? Architektur, hier. Ja. Komm, und die so dran klatschen, hier eine Seite, ne? Schön nah an der Stromleitung, ne? Wie sich's gehört. Ja, wir hören noch ein Stück zurück. Gehst du mir sonst wohin? Hört man sagen, so passt's. Gut, da können wir doch jetzt hier, ne? Erstmal schön Stromschlag kriegen. Nicht drauf klatschen. So, kann ich auf den ja zugreifen. Geht das? Oh, geht sogar. Ist das? Ist das? Geht doch alles. Na wunderbar. Ein Hoch auf die Leiter. So, du hast, du hast, du hast. Dann solltest du jetzt eigentlich wieder runter, aber ist okay. Das war aber knapp. Jetzt brauchen wir natürlich wieder Strom. Ne? Er ist voll, also musst du jetzt noch mit an den da rein. Ich bin mal gespannt, wenn hier echt mal der Strom nicht mehr reicht. Ja, haben jetzt alle schon mal. Wir haben natürlich hier wieder einen Pufferspeicher, ne? Ist ja ganz klar, den brauchen wir ja. Deswegen, ne? Also, Organisation, das ist hier der Container. Eingang, Ausgang ist richtig, das passt. Aber bitte einmal drehen, so. So. Und die, was fehlt oder Rohre fehlen. Hier am Stock immer mit irgendwas fehlen, ja Mann. Da drückst du auf Aufnahme, denkst fest alles? Nö, Pustekuh. Irgendwas muss ja immer fehlen. Na ja, gucken wir uns immer von der Weide mal an, so ein bisschen, was wir da jetzt schon so hingezaubert haben. Ja? Das ist die ganze Kupferabteilung hier hinten nochmal und das ist die ganze Eisenabteilung. Die Eisenabteilung bewegt doch schon mal die Kupferabteilung, ne? Ist ganz klar, ne? Da haben wir ja noch nicht allzu viel. Also, ist schon ein ganz schönes Geschoss geworden hier, ne? Ja, war klar, dass wir da rückwärts fallen mussten. Ja, alles läuft, wunderbar, geht.
Das hätte ich ein bisschen anders bauen können hier hinten, aber ist okay, es läuft, also lassen wir da so. So, Rohre. Rohreabteilung steht schon wieder. Okay, das heißt, hinten entweder ist das Band schon voll. Ja, sieht voll aus jedenfalls. Das heißt, hinten wird schon eingelagert. Okay, nur das doch. Na, ist doch gut so, ne? Und welchen hier Lager kostet, war ein Peaceflow und hast du nicht gesehen. Braucht man alles nicht. Wird da eh alles verbaut. Wird da alles verkupft, Mann. So, was habe ich hier eigentlich gebaut? Wieso ist denn das hier so, Na gut, wer weiß, dass wir hier noch auf die Fläche draufballern müssen. Ne? Früher oder später. Also ich habe außen eingeloggt. Ja, stimmt, da wollte ich ja mal... Dankeschön, Spiel. Ja, ich wollte ja mal gucken, ob da irgendwo wieder was gewachsen ist. Ach so, dass ich die Basen da, das habe ich alles umgebaut. Das habe ich in der letzten Folge ja schon gezeigt. Ne? Gut, hier habe ich jetzt nichts hingebaut gehabt, aber irgendwie sieht nicht so aus, als wenn ja noch mal irgendwo was durchgewachsen wäre. Ne? Außer hier der Stein natürlich. Aber da stand ja vorher schon. Den habe ich ja nicht weggemacht. Kann man ja gar nicht wegmachen, oder? Kann man die Steine wegmachen? Nee. So, hier waren irgendwo waren hier mal Nüsse eigentlich. Waren hier irgendwo mal Nüsse, weil hier stand ja mal die... Ne, die Base stand ja vorne irgendwo. Hier waren die Base mal. Und hier standen irgendwo... Na gut, die Nüsse könnten jetzt natürlich unter den Containern und den anderen Maschinen stecken, ne? Nur, dass man es gar nicht sieht. Aber bis jetzt sehe ich hier, nichts. Okay. Da sind die einen Nüsse und die anderen waren irgendwo da hinten. Ja, da hinten wächst was durch, ne? Ja, schießt das. Sag ich doch. Das habe ich doch eigentlich alles weggemacht, ja. Da ist ein Kaktus und da ist ein Kaktus. Und da ist ein Kaktus durchgewachsen wieder. Den ich aber eigentlich auch weggemacht. Jo, nun. Was soll ich denn jetzt machen? Sollen wir wegmachen oder was? Ja, das Ding ja. Ja, komm, gib nicht immer so an. Hä? Wieso? Hallo? Kann ich den nicht wegmachen, oder? Stimmt mit dir nicht? Wieso kann ich. Hallo? Wieso kann ich den nicht wegmachen? Den Nüsse gehen, oder was? Die Nüsse gehen. Hä? Wieso geht denn der nicht weg? Was stimmt mit dich nicht hier? Ach, jetzt? Oh. Jetzt ist er weiß geworden. Komisch, ne? Na gut, dann machen wir das hier auch mal weg. Und dann schauen wir noch mal beim nächsten Mal einloggen, ob das dann portet, ne? Ja, das ist dann die Schnecke da oben oder was da oben auch immer ist, müssen wir ja noch irgendwie mal dran, ne? Irgendwie muss ich da mal hochklettern. Hier war doch eben noch. Hier war hier nicht eben noch. Dann hat er es mit... da hat er es wohl mit weggemacht. Steine und so kriegt man ja nicht weg, leider. Ja, die sind jetzt, ja, die liegen halt ja auf der Platte hier drauf. Das sind Steine, die sind hier drauf gefallen. Beim letzten Sandsturm hat es den Stein hier oben drauf gewedelt. Ne? Das ist eben, da liegt jetzt eben hier so. Ne? So. Solche muss man sich ja schön reden. So, was haben wir hier? Haben wir noch so einen komischen, was auch immer gebiss. Ach, Nussbaum. Hätte ich wenigstens vorhin Nüsse abmachen können, aber überhaupt nicht. Achso. Wegräumen ist ja wieder hier, ne? Mit dem Punkt auf meinem Pad und dann rechten Controller nach links, ja, nach links drücken und dann kannst du hier die Waffen wechseln. Ne? Wenn ich jetzt raus bin aus dem Kreis, dann dreht er sich halt eben nur. Jetzt gehe ich wieder rein und dann kannst du die Waffen wechseln. Ne? So ist das bei mir eingestellt. Wie gesagt, ich kann hier noch andere Tasten hinzufügen, wie ich es gerne hätte möchte. Das heißt, ich kann nochmal einen vollen rechten Controller voll belegen mit Tasten auf diesem Pad. Nur nochmal, um es nochmal gesagt zu haben. Ne? Oh, da fehlt ja noch. Stimmt, wir müssen ja noch, da war ja noch, wir müssen ja noch mal da so ein Ding drauf basteln. Oh, hier rum ist denn jetzt was rum? Warte mal, wie rum ist jetzt was rum? Also vorne raus, hinten raus, ne? Wir haben jetzt noch hinten raus. Wenn ich jetzt wieder irgendwas, dann flippe ich aus, ne? Bist du richtig, bist du falsch? So, machen wir mal kurz drüber gehen, alles klar, cool, okay, dann passt das so. So, das heißt jetzt wieder Fahrstühle anbringen. Bin ich froh, wenn wir das mal fertig haben hier. Ne? Dass wir mal so weit kommen, wie wir bis jetzt waren, dass wir das alles so herstellen können, wie wir es brauchen. Ne? Bist jetzt eigentlich auch richtig so, ich denke mal holen, ne? Aber schon.
Eigentlich sollte das so reichen. Was ist denn hier eigentlich? Achso, du bist ganz genau gebaut am Wasser. So, das heißt dann wieder hier. Er geht wieder, muss leider wieder ganz nach oben. Ne? Einmal drehen. Wie ist denn jetzt, dass jetzt so durch die Höhe hat? Ich sehe es immer schlecht von hier unten. Da kriegst du echt Genickstarre hier, wenn du ständig den Hof klotzen musst. Besser, wenn du dich hinlegst beim Feuerspielen. So, ne? Das passt. So. Ja, hab ich durch. Ich glaube, nee. Nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Nee, lass mal, schmeiß doch nicht so viel rein, Kollege. Ich habe hier nämlich, glaube ich, was falsch gemacht. Die waren alle zu weit hinten. Mit nochmal. So, wieso sehe ich jetzt wieder den Seillinien nicht? Da war sie doch. Hier ist er. So, ne? So. War andersrum. Also mit dem Braun nach hinten hätte ich gerne. Das ist. Ich sag mal, ich will es noch einstellen, dann mach's immer nicht, weil ich immer nicht Zeit habe. So. Nee, einmal andersrum. So rum. So rum. Und so rum. Dann passt es ja wieder so, ne? Weil hier war das Stückchen mal so hinten, ne? Deswegen muss ich das jetzt da nochmal neu machen. So, also. Ja, nee, andere Richtung. Eigentlich soll das so schon gut sein von der Sache her. Ja, ich weiß es nicht. Wird knapp. Das eine hinten geht auch ein bisschen schräg. Na ja, gut, muss ja jetzt nicht akkurat alles gerade sein. Ne? Bin ich so der Feminist dafür, immer alles gerade zu machen. Man kann ja mal nach unten gehen, nach oben gehen, so wie das da hinten, da, das zweite, das macht nicht nach unten, das ist zu weit hochgebaut. Ne? Das ist jetzt nicht so. So, ja. Nächsten Fahrstuhl, du halt, du musst das von da nach da, ne, das ist schon mal richtig. Jetzt musst das du von da nach da, das passt eigentlich auch, ne? Den Moment mal. So passt das. Dann muss da hin, genau. So, und jetzt muss er hier noch von unten noch, von da noch ganz unten, ne? So, dann passt das hier nämlich hoch. Und da läuft schon alles runter. Aber ich muss ja noch anbinden. Ich habe hier ganz vergessen. Er hier noch. Da geht aber nicht, er muss nach. Achso, ja stimmt, das habe ich ja. Stimmt ja, das habe ich ja hier mit diesem Fahrstuhlgedöns gemacht, ne? Es war so, dass es so aussieht, als wenn das so dahin muss. Ne? Geht ja leider nicht anders. Das ist so muss, das ist neu, das ist modern, das sind die neuen Fahrstühle. Ne? Die tauschen sich das untereinander, was ganz nach oben geht und was ganz nach unten geht. So, der ist schon mal leer da ganz oben, da fördert nichts mehr, ist klar. So, dann haben wir hier schon mal wieder, was haben wir jetzt hier, Stangen, ne? So, da haben wir wieder Stangen. Und da ist den Stangen, müssen wir jetzt wieder Schrauben machen. Na? Ist ja ganz klar, weil wir brauchen ja nochmal die verstärkten Platten. Das heißt, wir brauchen hier auch nochmal Platten. So, das haben wir, dann haben wir immer nochmal einen extra hier. Das sollte ja wohl reichen für den einen Fabrikator hier drüben. Ja, da war ja nur einer hier, den haben wir die ganze Zeit ja laufen lassen. Dann muss ich auch darüber futschen lassen. Ne? Ja, er muss verstärkte Platten machen. Ne, er macht die Rahmen. Er macht die Rahmen. Also Abbruch, also gut, okay. Alles klar. Also verstärkte Platten haben wir hier. Hier haben wir die vorderen. Also brauchen wir mal Stahlplatten. Und hier haben wir die Schrauben drin. Ne, nee, die Stangen. Ne? Macht nur die Schrauben. Hier machst du die Schrauben. Ach, da haben wir gar keinen Puffer dazwischen gemacht. Ach so. Okay. Also, wir brauchen nochmal Platten. Ja, nochmal der nächste Strang. Flupp. Ja, ist gut. Mann. So, wir brauchen nochmal Platten. Das heißt, hier haben Platten gemacht nochmal. Und dann haben wir nochmal einen übrig, so wie ich die Sache sehe. Für alle Eventualitäten.
Produktion. Na, was du wohl? Das passt. Also, Stangen machen wir hier. Flotten. Komme ich jetzt überhaupt noch in meinen Lager hinten dran? Ey, mal. Komme ich an meinen Lager überhaupt noch dran? Ja, ne? Komme ich hier noch dran, oder? Komme ich noch dran? Komme ich hier noch dran, oder komme ich hier noch dran? Ich komme hier noch dran. Okay, das passt. Alles klar, gut. Dann brauchen wir ja wieder hier Wände. Ja, Stück. Ich freue mich schon, wenn wir das Kunststoff von ganz da hinten hier vorzehren müssen. Da freue ich mich schon drauf. Aber da hinten geht es ja dann noch weiter. Ja, hinten, wo wir unser Öl gedöns haben. Da müssen wir ja noch das Plaste. Das wird mit Sicherheit euch schon voll sein. Da müssen wir dann auch den nächsten Mal rüber. Werden wir heute mal machen. Wir machen jetzt noch hier schnell die Platten fertig. Du stehst doch schon wieder verkehrt rum, Mann. Was ist denn los heute? Mach das doch mal richtig rum. Wieso ist denn das jedes Mal verkehrt rum? Das muss doch so rum. So rum passt doch. Schon gewundert jetzt. Hinten raus muss auf Stromskasten. Also hier, das rote Lämpchen muss hinten raus, ne? Damit es hier nicht so eingebackt ist in dem Fußboden. Ne? Damit es hinten rausguckt. Wieso stehst du eigentlich so weit hier? Du stehst doch viel weiter hinten als die anderen. Ja, ist halt so, passiert, Komfort, ja. Hätte ich tatsächlich so weit hinten gebaut, oder was? Tja, muss die Lade noch mal kurz weg, ne? Eigentlich wäre es ja wurscht gewesen, aber... Ne, wie sich doch mal ein paar Leute beschweren, wie sieht das aus, alles kurz zum Feuer rum, und hast du nicht gesehen? Achso, das Förderband stört. Okay, alles klar. Förderband ist weg, jetzt kannst du aber wieder. Ne? Jetzt kannst du dich aber jetzt mal so dahinstellen, wie wir dich brauchen. So wäre es richtig. Stangen, ne? Stangen. Ja, wenn ich ja richtig Stangen, ja, Stangen. Was sind Platten? Genau, Stangen. So, dann muss ich wieder anbinden. Erstmal hier. So, dann gehen wir vorlaufen, fahren wir hier noch einmal Strom. Wo habe ich nicht hergeklaut? Von dem hier, ne? So, hier macht jetzt Stangen, dann muss ich wieder hinten anbinden. Ja, so sieht da diese andere Reihe. So, ja. So, ne? So passt das. Würde ich mal so behaupten wollen. Da muss ich mal kurz niesen. Du. Auch nicht. Na, kommt da mal was durch, oder was? Oh, ich brauche den schnell. Na, so, also, er macht hier das. Dann machen wir hier noch schnell das Lager und dann gehen wir mal kurz. Achso, wir müssen hier noch was draufsetzen. Dann gehen wir mal gucken, wie das hinten aussieht. Na, dann mal gucken beim Öl, ob wir da nicht auch noch irgendwie was im Lager hinbauen müssen. Neues. Dann putscheln. Das muss er jetzt nicht stehen. Wieso passt du nicht? Was ist los jetzt? Verkehrt rum, oder? Nee, richtig rum. Na, na, was ist denn heute? Hallo? Ja, passt doch so. Ein Stück hier rüber. Komisch, dass der nur Platten und der Stromkabel braucht. Ne? Der braucht nichts anderes. Keine Bolzen, keine Schrauben, kein gar nichts. Das Gerät ist nur mit Strippen und Platten zusammengezimmert. Ne? So. Jetzt hier wieder anbinden, das ganze Karree. Also, du nach da. Du nach hier. Und der nach oben, dann, ne? So, dann braucht er noch Strom. Also muss ich auch schon mal da hochklettern. Kriege ich das mit der Einlader dahin? Komme ich da auch überall von, ne? Lass mich das mal probieren, ja. Einmal umdrehen. Ne, den haben wir ja schon. Ach, hier komme ich nicht mehr hoch, weil hier das Fundament jetzt stört, oder was? Ja, stimmt. Aber ich kann auf ihn hier zugreifen. Das ist ja schon mal prachtvoll. Platten. Ja? So.
Jetzt muss ich nur wieder gucken, wie ich nach oben komme. Also so geht's schon immer nicht. Weil es die Lade ist eigentlich Nonsens hier. Ja, und da dazwischen hochgeht, dann wird er auch gehen, aber da muss ich ja Stromkabel auch nochmal versetzen. Ich meine, wenn es einmal eingestellt ist, brauchen wir ja nicht mehr dran, ne, von der Sache her. Bleibt ja dann für immer und ewig so. Also, brauchen wir das ja eigentlich quasi nur, um die Dinger hier einzustellen. Mehr brauchen wir die ja gar nicht, die Lader. Das bleibt ja dann, wie gesagt, für immer so. Den haben wir schon. Den brauchen wir noch. Wir Platten hätten wir gerne. So, dann wird er nur. Irgendwann bleibst du mal an der Stromkabel hängen da. So, Stromski. Achso, der war ja voll schon. Und da musste jetzt noch. Nee, das war falsch, Kollege. Was hast du denn da jetzt noch gebaut? Das war jetzt aber nicht meine Absicht. Na gut, das kann nichts dafür. Das Stromkabel jetzt läuft und dann fährt er bei dem lang. Ne? So, sieht ja keiner. Ne? Das läuft, das läuft. Das machen wir hier noch schnell den Bucher hin. Und dann gehen wir mal rüber. Müssen wir mal was anderes sehen. Eingang, Ausgang, passt. Halt, der war falsch, der war verkehrt rum. Wir wollten das doch jetzt alles mal versetzt machen, wie es die Leute sich gewünscht haben. Machen wir das so, also. Und natürlich nochmal irgendwas zwischen. Dann habe ich euch wieder zu weit hinten gesetzt, ne? Das war ja wieder mal. Das nächste Mal machst du es gleich von der Seite, ne? Freundchen. Mann. Du hast ja die zwei Linien aber eigentlich gesehen, oder nicht? So passt es doch. Aber auch noch schon. Wild. Ja, jetzt wieder Paletti. Nächstes Mal fällst du dich gleich an die Seite. So, du gehst da dran. Natürlich in die falsche Richtung oder wie immer. Nee, du musst dir schon rüberwärts. Genau, hier rum. So. Ich muss mich wieder umfutscheln. Und danach. Na, was ist denn? Ich will sie jetzt nicht. Ich mache jetzt einfach mal. Mann. Jetzt ist aber ganz schön knapp, du. Glaube ich. Weiß nicht, ob da jetzt drüber geht. Oh, gerade so, hä? Gerade so. Nee, da geht durch den Container durch, ne? Das wollen wir nicht. Da bin ich auch ein Feind dafür, ne? So ein bisschen. Was geht, das können wir ja mal ordentlich machen. Wie jetzt hier, dass die Roboter hier durchgucken, da kann ich nicht dafür. Hätte den Programmierer mal ein bisschen mehr Platz machen müssen für die Robbys. Ach, das könnte klappen. Jetzt geht er wieder da durch, oder was? Ne? Bin ich jetzt blind, oder was? Noch eins zu tief, oder wie immer? Oh ja. Ja, nochmal. Was hast du denn jetzt vor allem weggerissen? Ich glaube, du hast da hinten den weggerissen, Kollege. Okay. So, den jetzt sind wir bei 16. Ist zu viel, glaube ich. 14 kann man es lassen. So, hier aber dann auch, ne? 14. 12. 14.
Ja, gut, jetzt sind wir aber, ja, gucken, wie wir den jetzt hinten reinbinden, ne? Ich weiß nicht, ob wir da jetzt reinkommen. Also den hier auf alle Fälle ist klar, der geht nach da. Jetzt ist der schon wieder da unten drin. Also, was ist denn jetzt los hier? Ja, hier schon so solche Genickstarre hier. Machen wir es auf 16 jetzt mal. 16. Also 16 von diesen seht ihr ja gleich, ne? Wenn ich jetzt hochziehe, seht ihr ja dann so eine Zahl. Da, 14, machen wir es jetzt 16. Und hier auch 16. Ah, das jetzt nicht reicht, dann treffe ich auch einen Besen hier, Junge. Habe ich dich da hinten irgendwo angebunden? Nee, ne? Das geht natürlich nicht, muss ich hochklettern. So, gut. Aber dich kriegen wir jetzt auch angebunden. Ah, zeigt jedenfalls Glück. Blauen. So, jetzt muss er wieder ein Stückchen tiefer da hinein. Ja, so, da klappt natürlich wieder mit dem. Das passt. So, die sind auch geschlossen. Jetzt muss er das von da nach da fördern. Nee, halt, wenn dann schon so rum. Von da nach da. Dann noch er hier von da noch da, ne? So, ne? Dann passt so. Das ist alles aber gut. Da läuft's, da läuft's, da läuft's. Müssen wir nochmal hochklettern und müssen den anderen nochmal anbinden. Dann bin ich jetzt natürlich von unten nicht mehr angebunden. Und dann haben wir mal ab hier. Hier, nur nicht runterfallen. Wisst ihr was, der sitzt nämlich viel zu weit hoch, der hinten sitzt zu weit tief. Ne? Und das wäre genau richtig gewesen, aber das ändere ich jetzt nicht nochmal. Vielleicht später nochmal. Damit das hier gerade aussieht, ne? So. Das ist egal, ob das Zeug kommt dahin, wo es hinkommen soll, ne? So. Drüben habe ich es natürlich von oben gemacht, da habe ich natürlich alles gerade gemacht, ne? Das ist egal. Ja, wie komme ich jetzt hier wieder runter? Na Gott sei Dank bricht sie nicht gleich die Knochen, wie weiß kommen. So, das läuft. Ne? Lassen wir uns auch schon mal ein bisschen laufen. Jetzt hauen wir mal ab. Gehen wir mal rüber gucken. Ach so, nee, warte mal. Ich musste hier noch was umfüllen. Oder musste ich hier nicht noch was umfüllen? Ach, das können wir das nächste Mal machen. Ne? Ganzen Krandelkram, Blätten und so alles dann rüber futscheln lassen. Ja, laufen lassen dann quasi. Sieht schon brachial aus. Also hier in VR sieht das schon mal ganz schön brachial aus. Ne? Ein Bildschirm ist jetzt halt nicht so groß wie der Bildschirm ist, aber hier ist es wirklich in voller Lebensgröße. Ne? Das ist jetzt, wenn noch ein paar Container im Dorf gesetzt, könnten wir darüber springen. Ja. Okay. Ja, so könnte man eigentlich auch. Ich baue Container 1 bis hoch und kann den Container hochklettern. Komm mal da oben hin. Ja, ich muss ja unbedingt noch Fundamente setzen. Junge, Junge, Junge. Boah, flutschen wir mal dann über. Gucken wir mal, was drüben abgeht. So, ja, schon mal gucken, welche Punkte wir jetzt schon wieder haben hier. Nein, okay. Na gut, das Kupfer drüben läuft ja, ne? Aber hier habe ich noch ein paar Eisenbahnen, die man jetzt nicht unbedingt braucht. Die kannst du hier mit, haben wir jetzt vom Abreisen, da habe ich jetzt mitgenommen. Aber wir produzieren ja welche, die kannst du ruhig alle hoch, solltest du eigentlich daneben schmeißen. Noch Eisenbahnen, kannst du ruhig alle. Hier ist noch ein bisschen Grünzeug, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. So, gibt's noch irgendwas? Nö. Die Blätter brauchen wir vielleicht noch mal. Nö, eigentlich auch schon mal soweit nicht. Ne? Gut, dann verschwinden wir mal kurz. Wenn ich die Controller richtig halte, können wir reingucken. Dann muss ich mal hier rüber lenken. Ja. Jetzt kommt eine kleine Kurve.
Nee, noch eine Kurve. So schnell bin ich jetzt nicht mit den Controllern. Jetzt bin ich gerade geflutscht. Ja, shit. Plumm, hat er uns einfach so rausgeflutscht. Stimmt, wir müssen jetzt wieder hier. Haben wir wieder Karton gebaut oder was? Ich habe hier oben rum. Nein. Das war doch. Wir sind doch jetzt. Ich hätte gar nicht zwei Rohre Bahn brauchen oder was? Ich kann beides in eine Richtung nutzen oder was? Oder wie sehe ich das jetzt? Ich habe doch drüben. Ich habe doch drüben einen Herwärtsgang hier gemacht, ne? Oben, ne? Rückwärts wäre eigentlich unten, ne? Probieren wir gleich mal, ne? Ich muss nicht überlatschen. So, hier steht alles, wie es aussieht. Das heißt, hier läuft gar nicht. Das heißt, die Puffer sind voll. Das ist natürlich. So, nun. Würde ja gar nicht Langeweile aufkommen lassen, ne? Wir wissen ja eigentlich noch was so, da waren wir ja die Kohle. Damit ja gar nicht so lange Weile loskommt, ne? Aber schon. Jetzt haben wir kein Material mehr. Oh, da reißt den nochmal ab. Dann müssen wir doch nochmal mit Material hier rüberkommen. Bau den hier drauf. Eigentlich müsste man das ja jetzt von unten nach oben laufen lassen. Na gut, das kann man ja dann umtopfen, früher oder später. Also das heißt jetzt hier hüben, ne? Von da. Ah, der war gut. Der war richtig klasse wieder. Mann. Also, Fahrstuhl. Wie hast du den eigentlich mal so komisch gedreht? Eigentlich? Lass den da einfach mal gerade. Ja, das reicht jetzt oder nicht? Das reicht mit. Ich krieg eine Krise. Können wir hier irgendwas abreißen? Mal kurz, was wir jetzt mal nicht so. Dann können wir nicht abreißen. Ne? Jetzt fehlen mir die blöden Dinger wieder. Kann nicht wahr sein. Ich bin extra hinübergeflutscht und die Material mitgenommen. Hm. Ja, jetzt fehlt mir der komische Fahrstuhl. Und hier mal Sprint ein bisschen kürzer machen gleich. Ne? So. Muss jetzt sein. So, nur mal gucken, wie man das jetzt hier. Wenn ich nehme es den Zweier, sollte reichen. Mach das mal so. Kommt wieder Kohle. Kommt hier wieder Kohle. Ja. Ich wüsste, hätte ruhig schneller gehen können, aber ich kann es mal nicht ändern. Ich habe kein Material mehr. Da reicht's nicht. Da fehlt genau ein so ein blödes Ding. Ein einziges. Oh, hier läuft's ja auch schon mal wieder. Strom kriegen wir jetzt auch wieder mit dazu. Ja, da haben wir dann erstmal jede Menge Gummi. Wow. Und dann noch jede Menge Plastik, ne? Was war's denn üben? Plastik, ne? Ja, ne? Genau. Kunststoff. Kunstverbundstoff. Ach nee, das wird doch was anderes. Das läuft alles hier. Ja, kriegt das locker gepumpt hier, wie es scheint. Aber locker. Könnte man sogar vielleicht eventuell noch was. Ich weiß ja nicht, was man hier noch machen kann. Was kann man hier noch machen? Außer das, was du gerade machst. Gummi und Kunststoff. Und das ist ja dann Restkunststoff. Dann brauchen wir auch das blaue Gelumbe. Das heißt, das muss geschreddert werden, oder was? Oder wie? Oder wie? Wo kriegt man jetzt Restkunststoff her? Hier, aus Treibstoff. Und Treibstoff, da brauchen wir Öl, ne? Diese Öl-Dings-Döns. Oh, was ist denn das hier? Nein, du sollst das jetzt nicht herstellen. Nein. Das macht er selber. Also, nee, stell doch nicht her. Warum ist das? Nee. Du sollst. Was haben wir hier gemacht? Gummi. Geh doch mal weiter, Gummi. Wenn hast du nicht irgendwas hineingeballert, das wir gar nicht brauchen. Hier im Metall verstopft. Nee, ist noch nicht durchgekommen. Nee, kommt die Kuh hier rein. Also, wir können auch Kopfstoff herstellen. Aus dem Kopfstoff kriegen wir dann diesen Rest-Kunststoff-Gedöns. Den Rest-Treibstoff können wir aus dem. Aha, okay.
Schnell machen, da machen wir ja schon eigentlich, ne? Na, er kommt jetzt natürlich nicht aus dem Arsch hier, weil die zwei jetzt leider hier, ne, nicht mehr so ganz voll sind, wenn ich das richtig sehe. Da macht er schon Schweberückstände. Ja, da halt mal Kopf an hier, damit dein wieder gefüllt wird hier. Na los. 6,9. Schrumpft das da jetzt immer wieder? Da fällt doch gar nicht rein hier. Ne? Entschuldigung, irgendwie verstehe ich das nicht. Da müsste doch jetzt voller werden. Na, jetzt geht's doch. Jetzt geht's wieder zusammen. Warum denn? Ja, er ist fast voll. Er ist fast voll. Na gut, er geht auch mal wieder zurück. Drückst du das mal wieder hinein oder was da du ist? Nein, ich darfst da nicht hinein drücken. Na gut. Jetzt wird er wieder ein bisschen voller. Ach so, okay. Da muss N sein, um es dann einzudrücken. Ist auch komisch, ne? Okay, eigentlich hätte ich noch Tank dazwischen bauen können, sollen, müssen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Eigentlich nicht, weil er wird jetzt niemals so voll, dass er hier auseinanderplatzt. Er nimmt ja jetzt wieder ab. Jetzt kriegt er nur das, was er in einem rügelt. Also jetzt quasi. Ja, und wieder zu. Was ist mit ihm hier? Er läuft aber auch oder nicht? Also er macht Gummi. Das ist klar, ne? Das hat er eigentlich nicht mehr das Verkehr hier machen. Ne? Ja, er macht Gummi und er drüben macht, weiß ich gar nicht. Gar nicht mehr hin hier, weil hier Rohr und so, alles im Weg hier, verdammte Apfelmann. Aber wir können uns ja helfen. Wir haben doch jetzt hier, ne? Eine Lade, die wir nicht dran bauen können. Das ist natürlich. Na, baust du da eine hin? Da eine hin, dann kommen wir mal rüber und rüber, ne? Wir haben nicht Laden und Sens gekauft, werden wir sie nicht bauen. So, ne? So. Naja, macht er hier, ne? Schweröl. Rohöl. Und kriegt dann auch den Schwefelrückstand. Genau. So ist es richtig. So ist es richtig. Und wieder rüber, zack. Gut, haben wir ja auch schon mal ein bisschen Puffer aufgebaut, Leute. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Ich fliege jetzt nochmal rüber, gucken wir mal, ob wir welches Material kriegen. Und dann mal schauen, was wir hier noch machen können, damit der hier drüben noch ein bisschen mehr durchkriegt hier. Aber wir haben nur zwei Sachen, die wir herstellen können. Ne? Aber das läuft ja hier auch schon mal. Es gibt ja nur zwei Sachen, wo diese Schwefelrückstand bekommen. Das sind nur die zwei Sachen. Ja. Da haben wir ja hingestellt. Das ist ja das, was er hier als Rückstände verarbeitet. Ne? So, und jetzt haben wir dann noch hier das Plastiklumpe. Kunststoff, Entschuldigung. Alle Plastibäcker. Das heißt ja Kunststoff. So, na gut. Da braucht 40 pro Minute. Die kriegen wir nicht zusammen. Im Leben. Er ist jetzt schon wieder fertig. Zack. Aber er produziert ja. Das haben wir schon. Na doch, könnte. Na doch. Also. Hier unten steht 120 pro Minute. Na, von den Briketts ja. Aber er verballert hier 40 Liter von dem Zeug. Oder 40 Kubikliter oder keine Ahnung, wie viel der dann hineinschluckt. Bei den großen Rohren kann man von Liter ja schon gar nicht mehr reden. Das ist ja nur, ne? So, hier läuft alles. Das wird dort verteilt. Also haben wir jetzt aber mehr Stromski mit dem zwei Kohlekraftwerken. So, gut. Na dann sehe ich mal das nächste Mal wieder, ne? Puh, na dann, ich will mal was zugucken. Weiß ich, bin nicht so der Imbergamer, aber jetzt können wir, ne, gucken wir mal das nächste Mal, ne? Ich warte hier und dann können wir hier mal die Waffe nutzen. Das habt ihr ja alle gar nicht gesehen. Das habe ich ja, ne,
Wieso habe ich nicht eigentlich so komisch dahin gebaut? Wollte ich mal dann über oder was? Ja, muss schon nicht. Gut, alles klar, Leute. Ich kann euch einfach zugucken, wie gesagt. Tschüss, bis zum nächsten.